Die Color Workshop Magic Blowpens versprechen ein abenteuerliches Malerlebnis. Grund genug für uns Gunjeks, sie mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Airbrush für Kinder ohne Airbrush-Pistole. So wirkt das Malen mit den Blowpens auf den ersten Blick. Ein Blowpen besteht aus einer Art Filzstift, einem Mundstück und einer durchsichtigen Plastikhülse. Um einen Stift einsatzbereit zu machen, wird der Filzstift in die Plastikhülse geschoben und das Mundstück aufgesteckt. So kann nachher die Farbe aus dem Stift gepustet werden. Damit etwas Ansehnliches auf dem Papier entsteht, liegen der Packung Schablonen bei. Die Farbe mancher Stifte ist farblos. Sie sind die besonderen Stifte im Set. Sie verändern die Farbe der anderen Stifte mit ansehnlicher Wirkung. Die Color Workshop Magic Blowpens sind eine interessante Abwechslung vom Malen mit Bunt- und Filzstiften. Allerdings haben wir sie sicherheitshalber nur draußen benutzt. Die Farbe ließ sich unserem Eindruck nach nur schwer abwaschen. Das von uns getestete Set mit 10 Stiften und einigen Schablonen kostet knapp 11 Euro und ist laut Hersteller für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Du willst keins unserer Abenteuer verpassen? Dann klick auf den Button hier und abonniere unseren YouTube-Kanal. Mehr zu den Gunjeks findest du unter www.gunjeks.de.